Hallo Freunde! Eine gute Tarnung ist im Tierreich besonders wichtig, denn es geht in jeder Sekunde um Leben und Tod. Ob Jäger oder Beute, um zu überleben hat sich bei vielen Tieren ein besonderes Erscheinungsbild entwickelt. Heute 9 Tiere mit der besten Tarnung. Los geht's! Mangobaronraupe. Wenn hungrige Vögel in Malaysia auf Nahrungssuche gehen, werden sie diesen kleinen Kollegen wohl kaum finden. Die Raupe vom Mangobaronschmetterling hat eine besonders ausgeprägte Tarnung. Sie harmoniert perfekt mit den einheimischen Pflanzen. Die Baronraupe und auch all die anderen Raupen, die wie wir wissen alle sehr gut bei der Tarnung sind, entwickeln solch Formen und Farben nur zu einem einzigen Zweck: zu überleben, bis sie zu einem Schmetterling werden. Zwergseepferdchen. Ein Korallenriff ist ein harter Ort zum Überleben und die Bewohner greifen auf die interessantesten Tarnungen zurück. Sie leben meist inkognito unter den Korallen, so wie das Zwergseepferdchen. Es ist eines der kleinsten Seepferdchen und ist normalerweise kleiner als 2 cm. Sie verschmelzen so gut mit ihrer gewohnten Umgebung, dass man sie erst 1969 entdeckt hat, nachdem man sie versehentlich mit ein paar Korallen in ein Aquarium eingesetzt hat. Ihr Körper ist von warzenartigen Auswüchsen bedeckt, die meist dunkler sind und den Polypen der Koralle ähneln. Geckos. Wenn es um die Meister der Tarnung geht, spielen auch Geckos ganz oben mit. Ihre besonderen Tarnfähigkeiten würde man auf den ersten Blick ausschließlich auf die sichtbare Erscheinung begrenzen, ob mit Moos bewachsen oder als Blätter getarnt. Aber sie haben noch eine weitere Fähigkeit. Wie Chamäleons können einige Geckos ihre Hautfarbe ändern und so ihr Überleben auf ganz besondere Art und Weise sichern. Leider verlieren sie durch Abholzung immer weiter an Lebensraum. Und wäre das nicht schon schlimm genug, macht ihnen auch der Tierhandel besonders zu schaffen. Eulenschwalme. Sie besitzen große, sehr breite Schnäbel und sind bekannt für ihre kurzen, abgerundeten Flügel. Durch ihre kurzen Flügel sind sie keine wendigen Flieger. Dafür sind sie aber im Gebiet der Tarnung besonders gut. Bei Gefahr oder Beunruhigung erstarren sie in einer charakteristischen Haltung. Von ihrem Sitzplatz aus strecken sie ihren Kopf und ihren Vorderkörper schräg nach oben, sodass sie nicht von einem abgebrochenen Ast zu unterscheiden sind. Seeteufel. Gehst du zufälligerweise mal im Indischen oder Pazifischen Ozean tauchen, solltest du dir unbedingt die Korallenriffe anschauen. Dort lauert das Leben fast unsichtbar an jedem Ort. Und es sind nicht nur Seepferdchen, die wirklich gut bei der Tarnung sind, denn auch der Seeteufel ist besonders fähig in diesem Gebiet. Das ist auch der Grund, warum es häufig dazu kommt, dass Menschen aus Versehen auf ihn drauftreten und sich dabei verletzen. Experten empfehlen daher beim Laufen unter Wasser, sich mit den Füßen langsam vorzutasten. Heuschrecken. Kaum ein Insekt ist bei Vögeln und Fröschen als Nahrung so beliebt wie die Heuschrecke. Aus diesem Grund ist eine gute Tarnung auch zwingend notwendig. Und wer schon mal als Kind Heuschrecken fangen war, weiß, dass sie diese Tarnung auch gut beherrschen. Sie sind durch ihr charakteristisches Zirpen um einiges leichter zu hören als zu sehen. Ihr Lieblingsessen sind Blätter, aus welchem Grund sie auch offensichtlich ihr Aussehen haben. Flunder. Die Flunder gehört zur Familie der Plattfische. Das auffälligste Merkmal ist der plattgedrückte, braun-grau bis leicht grünlich gefärbte Körper, der eine ovale und asymmetrische Form besitzt. Der Fisch ist dazu in der Lage, die Farbe dem Meeresboden anzupassen. Die Augen liegen meistens auf der rechten Körperhälfte. Aber trotz der guten Tarnfähigkeit fallen diese Fische immer mehr der Überfischung zum Opfer. Wildkatzen. Katzen sind ausgezeichnete Jäger, ob klein oder groß. Sie schleichen sich an ihre Beute ran und schlagen im richtigen Moment zu. Um dies zu bewerkstelligen, hat sich ihr Äußeres perfekt an die jeweilige Umgebung angepasst. Der Jaguar sticht jedoch etwas aus der Masse hervor, da diese Raubkatze in ihrem Verbreitungsgebiet außer dem Menschen keine natürlichen Feinde hat. Riesenstabschrecke. Es gibt auch Lebewesen auf unserem Planeten, die an fast jedem Ort der Natur perfekt getarnt sind. So wie die Riesenstabschrecke. In der Regel haben sie braune oder grüne Farben und einen astähnlichen Körper. Bei bestehender Gefahr imitieren sie manchmal einen sich durch den Wind bewegenden Zweig und verschmelzen förmlich perfekt mit den Pflanzen. Mutter Natur hat wirklich die interessantesten Lebewesen zustande gebracht. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was so manche Tiere drauf haben. Was hältst du von diesem Thema und kennst du vielleicht noch weitere Tiere mit einer hervorragenden Tarnfähigkeit, bei denen du denkst, dass wir sie nicht kennen? Dann teile es uns doch in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.